Radio Essen. Der Tag in 5 Minuten. Am 28. August mit Kai Fedrau. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Im Prozess um den brutalen Angriff in einer Straßenbahn in Borbeck hat das Essener Landgericht heute die Urteile gesprochen. Die beiden Täter müssen für 3 Jahre und 10 Monate ins Gefängnis. Sie hatten gestanden, vor einem Jahr ihr Opfer fast totgeprügelt zu haben. Gerichtssprecher Thomas Kliegel sagt, warum es am Ende doch nur um eine Körperverletzung ging und nicht um einen versuchten Totschlag. Wir konnten ja nicht mit Sicherheit feststellen, dass die beiden Angeklagten den Tod des Opfers wollten. Es war eine Spontantat, das Opfer hatte auch maßgeblich provoziert und das hat sich dann dynamisch entwickelt. Aus dem Grund ist es dann bei gefährlicher Körperverletzung geblieben. Nach den beiden Männern ist auch im Fernsehen bei Aktenzeichen XY gefahndet worden. Die Überwachungskamera in der Straßenbahn hatte die Tat aufgezeichnet. Der Richter sagte, man habe selten so eine Beweislage. Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Altendorfer Straße im Westviertel ist der beteiligte Autofahrer nun verstorben. Das hat uns die Polizei Essen heute auf Nachfrage bestätigt. Am Samstag war bei dem Unfall ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. 2 Stunden lang waren die Rettungskräfte im Einsatz. Die rund 50 Fahrgäste der Straßenbahn sind bei dem Unfall nicht verletzt worden. Das größte Radrennen in ganz Deutschland ging am Wochenende bei uns durch Essen. Die 3. und 4. Etappe der Deutschlandtour hat hier in Essen stattgefunden. Hunderte Radprofis waren im Sauerland gestartet. Dann ging es vom Schloss Hugenpoet in Kettwig bis zur Philharmonie im Südviertel. Rund um die Zieleinfahrt hatte es auch eine Fanmeile mit vielen Zuschauern gegeben. Für Kiddies ist das super. Würde ich mich auch noch gerne draufsetzen wollen. Ja, super toll. Mein Sohn, der freut sich auch sehr. Er mag das Laufrad sehr. Naja, dass halt hier die Mountainbike-Fahrer oder wie man das nennt, dann über so eine Holzrampe irgendwie fliegen, das ist so ganz, ganz nett. Die Strecke in Essen war rund 35 Kilometer lang. Deshalb waren auch viele Straßen gesperrt, was auch für einige Diskussionen mit Polizei und Ordnern gesorgt hat. Eindrücke von der Deutschland-Tour-Etappe in Essen findet ihr auf radioessen.de. Die Getreideernte bei den Essener Bauern war in diesem Jahr sehr schlecht. Knapp 3/4 der Ernte ist direkt als Tierfutter verwertet worden oder in der Biogasanlage gelandet. Der Essener Bauer Thomas Leuchten aus Heidhausen hat das Erntejahr im Radio-Essen-Interview eingeschätzt. Haben wir lange nicht gehabt, aber ja gut, man hat gute Jahre, man hat schlechte Jahre, aber dieses Jahr war mal so ein Jahr, also das habe ich selber persönlich noch nicht erlebt in meinen letzten 30 Jahren, dass wir so eine schlechte Ernte hatten. Jetzt werden noch Kürbisse, Mais und Rüben geerntet. Die Pflanzen vertragen viel Wasser. Die Bauern hoffen deshalb auch, dass sie hier bald wieder bessere Ergebnisse einfahren. Die Weltmeisterschaft im Kanu-Rennsport ist gestern zu Ende gegangen. Besonders für den Essener Max Rennschmidt war das Turnier in Duisburg erfolgreich. Er ist mit seinem Team Weltmeister im 500 Meter Vierer-Kajak geworden. Auch andere Essener haben gut abgeschnitten. Die Infos dazu lest ihr auf radioessen.de. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. In der kommenden Nacht bleibt es bewölkt und es wird noch mal ein bisschen kühler, bei Werten um die 12 Grad. Morgen sind dann auch einige Schauer möglich. Die Sonne kommt da eher selten durch, bei Werten um die 20 Grad. Und das war's mit den aktuellsten Nachrichten aus Essen für heute. Die nächsten aktuellen Nachrichten gibt's dann morgen früh wie immer hier in der Radio Essen Frühschicht. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.